Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Rees und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Es wird berichtet, dass die venezolanische Bande Trenda Aragua im vergangenen November damit anfing, die Kontrolle über Wohnhäuser in Aurora, Colorado, zu übernehmen. Während die Mainstream-Medien und die Regierung dies ignorieren, berichten lokale Nachrichten darüber. Nun erhielt dein Ermittler Brian Moss einen vertraulichen Bericht über einen dieser Wohnkomplexe, der besagt, dass eine venezolanische Bande mit der Übernahme 2023 anfing. Das ist der neunseitige Bericht. Er wurde von einer Anwaltskanzlei in Denver verfasst. Sie sagen, sie wurden geheuert in die Whispering Pines Apartments gesehen von den Gebäudevermietern. Letzten Monat schickten sie diesen Bericht an Auroras Bürgermeister, Stadtrat und Polizeichef. Erst am Dienstag wiesen Bewohner des Edge-Apartment-Komplexes in Aurora Berichte zurück, dass eine venezolanische Bande ihr Gebäude übernommen habe. Aber 5 Meilen entfernt, in Whispering Pines, einem Wohnkomplex mit 54 Wohnungen in Aurora, dieser ausführliche Brief, der um eine vertrauliche Behandlung des Inhalts bittet, erzählte eine andere Geschichte. Er wurde am 9. August an die Aurora-Behörden geschickt, mit Ermittlern, die sagen, die von uns geprüften Beweise zeigen, dass Bandenmitglieder in flagranter Weise Hausfriedensbruch, Überfälle und Körperverletzungen, Menschenhandel, sexuellen Missbrauch von Minderjährigen, unerlaubten Waffenbesitz, Erpressung und andere kriminelle Aktivität begehen. Laut dem Bericht der Anwaltskanzlei drohte die venezolanische Bande Trenda Aragua, Mitgliedern von Whispering Pines Management zu töten und versuchte in einigen Fällen offenbar auch aktiv sie zu töten. In dem Bericht heißt es, dass ein Berater der Hausverwaltung von den Bandenmitgliedern schwer verprügelt und getreten wurde und er musste ins Krankenhaus. Der angebliche Vorfall wurde von den Gebäudekameras aufgezeichnet und die Screenshots sind auf dem Brief beigefügt. Der Bericht stützt sich auf einen Hausverwalter, der sagte, dass Bandenmitglieder angeblich einem Bewohner von Whispering Pines zusammenschlugen, weil er sich weigerte, Miete an die Bande zu zahlen. Auch sagte er den Ermittlern, dass die Übernahme im vergangenen November begann. Der Bericht sagt, diesen Sommer trat die Bande an den Hausverwalter heran und sagte ihm, dass sie ihm helfen würde, wenn er ihr die Hälfte der Mieteinnahmen überlässt. Die Anwaltskanzlei, die den Bericht schrieb, nannte es eine organisierte Verbrechenstaktik. Die Bandenmitglieder übernahmen dann angeblich leerstehende Wohnungen. Laut diesem Dokument zogen Familien in diese Wohnungen und sie fingen an, die Miete einzuziehen. Die Anwaltskanzlei sagt, dies sei ein Bild von Bandenmitgliedern, die in eine leerstehende Wohnung einbrechen, um eine venezolanische Familie einzuquartieren und dann die Miete zu kassieren. Das ist unser Businessplan, sagte ein Bandenmitglied zu einer Haushälterin. Wenn ihm, dem Hausverwalter, das nicht gefällt, werden wir ihn mit Kugeln füllen. Es gibt Berichte über diese venezolanische Bande in Colorado, Illinois und Texas. Und laut einem aktuellen Dr. Phil-Interview mit dem pensionierten Special Agent der US-Einwanderungsbehörde, Victor Avia, wird das alles absichtlich gemacht. Venezuela übrigens hat derzeit die niedrigste Mordrate aller Zeiten. Was sagt dir das? Ja, alle Mörder sind weg. Sie sind hier. Ja, also ist es wahr, dass sie die Gefängnisse leeren? Ich meine, ist das hier wieder wie in Kuba? Das ist kein Hörensagen. Es gab letztes Jahr ein Memo des DHS, in dem zugegeben wurde, dass sie tatsächlich wussten, dass die venezolanische Regierung ihre Gefängnisse und Rehabilitationszentren und Drogenzentren leert und sie absichtlich freilässt, weil sie wussten, dass sie mit den Ausweisungen, wenn man rauskommt, sich auf den Weg in die USA machen würden. Wir denken uns das nicht aus, das ist wahr. Es wurde berichtet und DHS gab zu, dass das passiert. Und in der Tat ist der Aurora-Trend in unserem Land jetzt sehr präsent. Du willst mir also sagen, dass DHS gab zu, dass Venezuela zum Beispiel ihre Gefängnisse leeren und ihre Rehabilitationszentren mit dem Wissen, man kommt raus und haut ab hier und geht in die USA? Ja. Und das DHS hat schriftlich gesagt, wir wissen, was passiert. Wir wissen, sie kommen her. Wir bearbeiten sie und haben keine Idee, wo sie sind. Korrekt. Und über wie viele Menschen reden wir? Millionen. Und nur Venezuela allein. Berichtet für Infowars. Ich bin Greg Rees.
Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar. Und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.